Ich bin Marlene Wesseling, ich bin 20 Jahre alt und ich mache Kanu-Wildwasser-Rennsport. Das kommt mir vor wie die natürlichste Art und Weise, sich fortzubewegen. Also mit 12 saß ich das erste Mal am Boot und war ganz begeistert. Zuallererst ist Marlene unglaublich zielstrebig. Also wenn sie sich einmal was in den Kopf gesetzt hat, dann ist es fast unmöglich, sie davon abzubringen. Ich bin seit 2018/19 Trainer von Marlene. Damals ist sie aus der Schülerklasse in die Jugendklasse aufgestiegen und ist mir aufgefallen. Und dann habe ich versucht, sie zu fördern und mehr in das Leistungstraining zu integrieren. Das letzte Jahr hat mir geholfen, viele Erfahrungen zu sammeln. Da war eigentlich mein großes Ziel die EM, also Europameisterschaft der Leistungsklasse. Ich bin im Rennen gekentert, damit dennoch war es am Ende eine erfolgreiche EM, weil wir in der Mannschaft, also in der Klassikmannschaft, dann auf der Distanz Europameister geworden sind. Der Rhein ist als Trainingsgewässer sehr abwechslungsreich. Also wir haben viel Platz. Dazu kommt, dass durch die Uferbebauung unterschiedliche Strömungsformationen auch an den Rändern sind, wodurch zumindest immer so ein wenig Bootsbeherrschung gefordert würde. Mein größtes Ziel für diese Saison ist die WM in Spanien. Da zeigen, was ich kann und am liebsten mit einer Medaille nach Hause gehen. Marlene hat sich früh damit auseinandergesetzt, was sie nach der Schule machen möchte. Und sie hat auch früh mit mir darüber gesprochen, was sie sich so vorstellt. Ich habe mich für das Medizinstudium in Graz entschieden, weil ich weiß, dass das Paddeln, so sehr ich das auch liebe, dass es nicht das Einzige sein kann, was ich machen kann. Medizin ist schon das, womit ich später arbeiten möchte. Und versuche nur jetzt, dass das Paddeln dann nicht so sehr darunter leidet. Vor allem habe ich gemerkt, dass ich das Paddeln brauche, dass ich nicht ohne Paddeln kann und dass ich noch weitermachen will.